Hallo und herzlich willkommen mal wieder aus meiner Testwelt. Ich möchte mich in den nächsten Tutorial-Folgen oder Erklärfolgen, wie auch immer ihr es nennen mögt, ein wenig um die Schienen in Minecraft kümmern und da habe ich jetzt schon mal hier alle Varianten aufgebaut. Wir kennen hier vier verschiedene Arten von Schienen. Das ist die ganz einfache Schiene zum Beispiel. Die kann nichts Besonderes. Wir haben hier eine Antriebsschiene, eine Sensorschiene und eine Aktivierungsschiene. Und was die so im Einzelnen tun und wozu man die vielleicht braucht, das möchte ich in den nächsten Folgen mal so kurz erläutern. Natürlich wieder nur die einfachen Varianten, die ich auch selbst verstehe. Da gibt es auch komplexe Bauten, da steige ich dann auch aus. Wir fangen mal mit der, ja, einfachsten an. Das ist hier diese normale Schiene. Die ist ja ziemlich unspektakulär, denn ja, sie geht einfach nur geradeaus. Sonst nichts. Wenn man eine Lore draufstellt und sie anschubst, dann fährt sie auch geradeaus. Einfach. Als nächstes haben wir die Antriebsschiene. Da sieht man schon Redstone und Gold und davon braucht man auch sehr viel. Die Rezepte werde ich auch in einer anderen Folge bringen. Jetzt erstmal nur zu Schienen im Grundsatz. Die Antriebsschiene ist, ja, wie sie schon heißt, dazu da, um Antrieb zu generieren. Ist ja gut. Und zwar, wenn sie mit Redstone bepowert wird. Dann seht ihr auch, dann leuchtet die rot, dann treibt sie eine Lore an. Und wenn sie nicht angetrieben wird von Redstone, dann ist sie genau das Gegenteil, dann bremst sie nämlich Loren. Dann haben wir noch eine Sensorschiene, das ist die hier. Die gibt ein Redstone-Signal ab, sobald sich eine Lore auf ihr befindet. Ich habe das jetzt hier mal aufgebaut mit so einer Lampe und wenn wir jetzt eine Lore draufstellen, ja, dann leuchtet die. Also die Lampe. Und dann haben wir auch noch das Gegenteil von der Sensorschiene, die ein Redstone-Signal an einen Block abgibt. Nämlich hier haben wir noch die Aktivierungsschiene. Wenn die mit Redstone bepowert wird, dann leuchtet sie auch rot, aber ohne Gold wie die Antriebsschiene. Die gibt dann ein Signal an die Lore ab. Macht jetzt nur Sinn bei zum Beispiel Trichterloren, da würde dann der Trichter gesperrt werden, wie ihr das ja auch von der Trichterglocke oder so kennt. Wozu man die so braucht, ist mir selbst nicht so ganz klar. Ich glaube, für sehr komplexe Dinge, die ich auch nicht näher beleuchten werde. Ich wollte es ja nochmal erwähnt haben, der Vollständigkeit halber. So, was kann man jetzt mit diesen ganzen Geschichten so anfangen? Na, zum Beispiel kann man hier sich sowas bauen, mit hier einer Antriebsschiene, einem Block dahinter und einem Knopf. Und wenn man dann auf den Knopf drückt, dann fährt die Lore los. Geht aber nur, wenn hier ein Block sitzt, ne? Also wenn hier kein Block sitzt, ich demonstriere das gerade mal, dann passiert nichts. Also der Block ist zwingend erforderlich. Was das für einer ist, ist wieder vollkommen egal. Und gleichzeitig seht ihr jetzt auch, was die, ja, nicht Redstone gesteuerte Antriebsschiene tut. Sie bremst nämlich genau an dieser Stelle. So, wenn man jetzt den Knopf hier mal wegmacht und eine Redstone-Fackel setzt. Und das gleiche machen wir hier auch, machen noch eine Antriebsschiene. Ja, dann haben wir uns hier so eine Art Pendel geschaffen. Wenn wir die jetzt einmal anschubsen, dann fährt die immer wieder hin und her. Das können wir uns auch zu Nutzen machen in ein paar Schaltungen oder für den Güterverkehr. Die zeige ich dann aber ja in weiteren Folgen. Das muss jetzt nicht alles auf einmal sein. Wenn wir über Bahnstrecken reden, dann muss ich auch noch gleich auf ein anderes Thema kommen. Hat jetzt mit Bahnstrecken nur was bedingt zu tun, sondern es geht hier ein bisschen um die Welt um uns herum, was so in der passiert und wie weit Dinge passieren. Dazu habe ich hier auch mal was aufgebaut. Wir gucken uns das mal an. Das hier ist eine Bahnstrecke. Da sind überall Antriebsschienen verbaut, sodass die auch einmal komplett rumläuft. Und hier stehen auch Schilder und die endet hier bei 107 Blöcken. Warum bei 107 Blöcken? Das hat einen bestimmten Grund. Und das werde ich jetzt auch mal demonstrieren. Ich stelle mich jetzt einfach mal genau hier davor. Das wäre also Block 108. Und dann schieben wir mal die Lore an. Ja, sie zappelt ein wenig und fährt weg. Ihr könnt selbst bis 30 zählen, das dauert nämlich 30 Sekunden, habe ich ausgerechnet. Dann müsste sie auch wieder zurückkommen. Lalalala.
Da trinken wir doch erstmal einen Schluck. Und da war sie auch schon wieder. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber jetzt passt mal auf. Wenn ich diese Strecke hier jetzt um 1 verlängere, also wir sind dann bei hier Block 108 plus dem, wo ich stehe, 109. Dann, ja, seht selbst. Wir zählen bis 30. So, ich denke, wir müssten bei 30 angekommen sein und ihr könnt jetzt auch noch bis 40, 50 oder 60 zählen. Es wird nichts ändern. Die Lore kommt nicht zurück. Sie ist aber auch nicht entgleist. Warum kommt jetzt die Lore nicht zurück? Ja, das liegt daran, in der Welt sind ja immer nur gewisse Chunks überhaupt aktiv, in denen etwas geschieht. Und ich habe hier eine Sichtweite von 8 Chunks. Das bedeutet, in einem Chunk stehe ich ja logischerweise drin und 7 Stück schließen an. Und nur in diesen Chunks passieren auch Dinge. Da laufen Redstone-Schaltungen oder da laufen Clocks, Dorfbewohner rennen in der Gegend rum oder Monster spawnen und so weiter und so fort. Alles, was weiter entfernt liegt, da passiert gar nichts. Jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt diese Lore wieder zurückholen möchte, müsste ich entweder ja in die Richtung der Lore fliegen, weil sich ja dann die Sichtweite verändert. Dann würde ja der Chunk, in dem ich jetzt hier stehe, inaktiv werden. Und eben der fehlende jetzt da vorne aktiv. Oder ich stelle jetzt einfach mal die Sichtweite eins hoch. Von 8 auf 9. Und dann wird es nicht lange dauern. Und dann wird auch die Lore wieder zurückkommen. Denn wir haben jetzt mit der Sichtweite es eben so eingestellt, dass noch ein Chunk aktiv ist. Ja. Das ist ungefähr so die Logik, wie die Welt hier funktioniert und das ist für Bahnstrecken halt auch sehr wichtig. Also gerade wenn ihr Güterverkehr haben wollt, wo irgendwelche Waren bewegt werden, müsst ihr halt immer wissen, wenn ihr hier an einem Ort steht, dann steuert eure Sichtweite, wie weit eure Bahnstrecke überhaupt laufen kann. Denn es bringt nichts, wenn man dann die Welt über 20 Kilometer mit Bahnstrecken befüllt. Wenn man dann irgendwo abseits steht, dann fährt da gar nichts von alleine und dann wird alles stocken. Ich meine, das macht natürlich auch mega Sinn, weil das natürlich Rechenleistung frisst, je mehr Chunks hier aktiv noch mit irgendwas gesteuert werden müssen, wo Pflanzen wachsen und so weiter und so fort. Man muss es halt nur im Hinterkopf haben, wenn man Bahnstrecken legt, denn sonst guckt man vielleicht in die Röhre. Wenn man natürlich Personenverkehr macht, das heißt, man sitzt selbst in einer Lore drin, dann ist das vollkommen egal. Dann könnt ihr auch, ja, bis ans Ende der Welt fahren, wenn ihr das denn möchtet. Ja, so viel jetzt zum ersten Teil zum Thema Bahnschienen. Ich denke, im zweiten Teil werde ich euch dann zeigen, wie man einen kleinen, also einen Personenbahnhof macht mit einer Ein- und Ausstiegsstelle und eine Weiterfahrt. Kennt ihr vielleicht ja schon aus meinem Lilienstein-Video, da habe ich sowas jetzt ja auch neulich gebaut. Und wir werden uns dann auch mal mit Güterverkehr beschäftigen. Wie kann man ja, mit Trichterloren arbeiten, Waren von A nach B bringen, Waren auch automatisch entladen und ja, wieder zurückfahren, also Geschichten. Das werde ich dann in weiteren Videos zeigen. Das soll es jetzt fürs erste Mal als Einführung zu den Bahnstrecken auch gewesen sein. Und ich sage Tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.